Meine lieben Walddetektive, heute gibt es keinen richtigen Naturrätsel-Lösefall, sondern ich habe mir überlegt, was man Tolles Last-Minute-mäßig zu Ostern basteln kann. Und zwar nur mit Naturmaterialien und nachher auch noch etwas Nützliches daraus ziehen kann. Und zwar sind das die krassen Eier, die Kresse-Eier. Und die möchte ich euch heute zeigen. Und vielleicht möchte der ein oder die andere das Ganze auch nachmachen. Viel Spaß dabei. Meine lieben Walddetektive, ich war heute für euch hier im Wald unterwegs, um ein paar Dinge für unsere Osterbastelei zusammenzusuchen. Natürlich basteln wir nur mit Naturmaterialien. Zum Beispiel habe ich ein Stück Holz, etwas Borke mit Moos drauf gefunden. Das eignet sich wirklich optimal für unsere Bastelei. Ihr könnt natürlich auch andere Holzstücke verwenden. Sowas hier sieht auch sehr interessant aus. Was ich sonst noch so gefunden habe, das werde ich euch später ganz genau zeigen. Das war dieses Stück Holz, Borke, was ich besonders schön finde. Die Form hat mir einfach sehr zugesagt und ich denke, das könnte ganz interessant werden. Dann habe ich ein wenig Moos mitgenommen, das mache ich normalerweise nicht, denn auch der Moos bietet natürlich Lebensraum für ganz viele Tiere. Deswegen seid damit bitte vorsichtig und normalerweise bitte nicht Moos abgreifen. Ich habe verschiedene Samen gesammelt, Ahorn zum Beispiel und andere Samen, Ostern ohne Eier. Das ist jetzt ein braunes Ei. Wenn ihr braune Eier habt, dann wird das Ei natürlich etwas dunkler, wenn ihr es nachher noch bemalt. Das ist aber auch nicht schlimm. Eure Aufgabe jetzt ist es erstmal, dieses Ei hier, also nicht das hier natürlich, sondern euer Ei oder zwei Eier, je nachdem, dass ihr die auspustet, sodass wir nur noch die Eierschale haben. Und nicht mehr den Inhalt. Den Inhalt übrigens nicht einfach wegschütten, sondern dann könnt ihr ja bestimmt später noch Spiegelei, ja, Spiegel, ja doch, nee, Spiegelei eher nicht, oder Rührei daraus machen. Wenn das Ei ausgepustet ist, bemalt ihr euer Ei. Ich habe das schon mal vorbereitet. Ich habe ein Ei blau bemalt und das andere Ei habe ich gelb angemalt. Genau. So. Dann gebt ihr eurem Ei ein Gesicht. Das werde ich jetzt mal eben versuchen. Und das Gesicht malt ihr aber eher nach unten, also hier auf die untere Hälfte. So, jetzt sieht mein Osterhasenei so aus. Jetzt kommt hier oben ins Köpfchen noch das Schafsfell. Das schaut jetzt so aus. Und jetzt werde ich erst einmal alle gesammelten Sachen zusammenkleben, sodass ich schon fast das fertige Ergebnis habe. Das werde ich euch jetzt zeigen, wie ich das mache. Fertiges Ergebnis. So habe ich meine Naturmaterialien zusammengeklebt. Da oben sieht man die Kressesamen, die hoffentlich bald anfangen zu keimen. Und das zweite, was ich schon vorbereitet habe, das mache ich dann später für mich fertig, ist das hier. Auch ein kleines Häschen. Und da habe ich jetzt ja, kleine Mangoldpflänzchen reingesetzt. Und dann kann ich das verschenken. So, jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Bis bald!